Beginnen wir mit einer möglichen Intonationskurve bei Fragen mit Fragewort. Che è una pianta? Cos'è un libro di svevo? Che cos'è? Niente. Che cosa hai detto? Niente di importante. Che cosa gli hai fatto vedere? Le mie foto. Cosa? Gli ho fatto vedere le mie foto. Wie Sie an den eingezeichneten Linien sehen, ich habe versucht, Ihnen das auch grafisch näher zu bringen. Sie bleiben in der Linie, gehen herunter in der Stimmlage erst beim Prädikat und Sie können die Frage che entweder mit che allein, mit cosa allein oder in der Vollform mit che cosa stellen. Sobald Sie che cosa haben, ist das che so eine Art Auftakt zum cosa. Che cosa hai detto? Che cosa gli hai fatto vedere? Und die letzte Frage ist praktisch dieser Vorwurf in der Stimme. Wie bitte? Ja? Cosa? Gli ho fatto vedere le mie foto. Mein Gott, ich habe ihm halt die Fotos gezeigt. Ähnliches mit dem Fragewort dove. Dov'è Maria? Non so, non l'ho vista. Dov'è andata? Sarà andata a casa. Dove hai lasciato i libri? Quali libri? Quelli di inglese? Boh, forse a casa. Dove? A casa. Auch hier wieder sehen Sie an den Linien oberhalb der Fragesätze, wie eine mögliche Intonation dieser Fragesätze ausschauen kann. Ähnliches mit come. Come stai? Bene, grazie. Com'è la pasta? Buona, anzi ottima. Com'è andato l'esame? Spero bene. Aufpassen jetzt, das nächste ist kein wie, sondern ein warum. Come mai sei qui? Sono qui per lavoro. Könnte auch sagen, perché sei qui? Wobei dieses come mai die Verwunderung noch stärker ausdrückt. Come mai sei qui? Sono qui per lavoro. Wenn Sie ein Vorwort dabei haben, wie zum Beispiel das die im nächsten Absatz, di chi è questa macchina? Ist dieses die, das Vorwort, so ein kleiner Auftakt? Di chi è questa macchina? È mia. Di che cosa stavate parlando? Hier haben Sie praktisch zwei Worte hindurch den Auftakt. Di che cosa stavate parlando? Di che cosa si occupa tuo padre? Ähnliches mit der Präposition a und con. A chi stai pensando? A che cosa pensi? Con chi sei stato in Grecia? Per chi hai fatto la spesa?